Mein Name ist Benjamin Jaworski, Fotograf und Abenteurer. Und die nächsten Tage bin ich hier unterwegs in der Arktis in Norwegen. Und zwar voll elektrisch mit dem ID Buzz. Es ist gerade Ende März und während sich in Deutschland der Frühling so langsam durchkämpft, liegt hier nördlich des Polarkreises noch ordentlich Schnee auf den Bergen. Und genau diese schneebedeckten Berge zusammen mit diesen Sandstränden und diesem wunderschönen Wasser, die möchte ich hier fotografieren. Natürlich auch die roten Fischerhäuser, die Wellen, die hier auf mich raufspritzen und die dramatischen Lichtstimmung. Denn das Wetter ändert sich hier oben zusammen mit dem Atlantik jede Sekunde, kann man sagen. Eben war noch ein richtig dicker Schneesturm und jetzt Gelassenheit und Ruhe. Und genau diesen Moment der Ruhe, den fange ich jetzt hier ein. Aber da hinten kommt schon der nächste Schneesturm. Wow, schaut euch das an. Das ist wie Meditation, hier zu sitzen und diese Spiegelung zu beobachten. Wenn die Wellen hochkommen und dann wieder zurückgehen, dann hinterlassen sie so einen ganz leichten Wasserfilm auf diesem Sand. Und dieser Wasserfilm sorgt für eine fantastische Reflexion vom Himmel. Und das ist das, was für mich Fotografie ausmacht. Und es spielt keine Rolle, ob das jetzt eine große Kamera ist oder ein Smartphone ist. Schaut auf Details. Schaut auf sowas wie eine Spiegelung am Strand. Schaut, wo die Spiegelung stärker ist. Zum Beispiel, wenn ich weiter unten bin von der Perspektive, dann habe ich eine viel, viel stärkere Spiegelung, als wenn ich erhöht stehe. Und deswegen knie ich hier im Sand und habe einfach nur ein fettes Grinsen im Gesicht, weil es so geil aussieht. Wow, beeindruckend, wie diese Wellen hier gegen die Felsen klatschen. Und wusstet ihr, dass über 80% des Stroms in Norwegen aus Wasserkraft gewonnen wird? Kann ich mir richtig gut vorstellen, wenn ich diese Wellen hier so sehe. Hört ihr das? Absolute Stille. Und das, obwohl heute noch der heftigste Schneesturm getobt hat. Aber genau das ist es halt. In der einen Sekunde ist es so, in der anderen Sekunde ist es so. Jetzt ist es ganz ruhig, der Fjord ist spiegelglatt und das ist natürlich super, um jetzt die Reflexion hier von diesem großen Berg zu fotografieren. Hinten ist der kleine Ort Nussfjord mit ganz vielen kleinen roten Fischerhäusern. Und was ich jetzt hier gerade mache, ist, ich verändere den Weißabgleich. Ich nehme nicht den automatischen Weißabgleich, denn der macht mir alles weiß hier. Der Schnee ist weiß, die Landschaft ist weiß, alles korrekt, so wie die Kamera es möchte. Aber ich finde es künstlerisch viel interessanter, wenn ich das Ganze ein bisschen bläulicher habe. Und das kann ich auch über den Weißabgleich machen. Ich gehe einfach mal jetzt aus dem Auto-Weißabgleich raus und rein in Tageslicht. Und Tageslicht in dieser Lichtsituation jetzt sorgt für, tada, ein eher bläuliches Bild. Finde ich, passt besser in diese blaue Stunde, wortwörtlich, und gibt einen schönen Kontrast zu diesen gelben Lampen hinten in dem kleinen Dörfchen. Was findest du denn besser? Das bläuliche oder eher der richtige Auto-Weißabgleich? Schreib es mal unten in die Kommentare. Das ist echt ein richtig cooles Feature.
Da ist einfach Licht oben drin. Perfekt zum Ausleuchten, aber auch um natürlich einfach was zu sehen, was man so in den Kofferraum reinlegen muss oder rausholen soll. Viele von euch haben mich gefragt, wie das hier in Nordnorwegen mit dem Laden funktioniert. Und eigentlich ist es genau wie in Deutschland. Ich gebe zum Beispiel hier eine Adresse im Navi ein und er kalkuliert mir jetzt hier automatisch einen Ladestopp. Und ich sehe außerdem hier Ladesäulen in der Umgebung und kann dort einfach hin navigieren und dann laden. Und das machen wir jetzt mal. An der Ladestation angekommen, funktioniert das Ganze eigentlich genau wie in Deutschland. Man schaltet die Säule mit dem Handy frei, steckt das Kabel rein, drückt auf Start und los geht das Laden. Und das Tolle, die Ladesäule ist hier direkt bei einem Supermarkt. Das heißt, wir gehen jetzt einkaufen und das Auto lädt voll. Normalerweise ist das nicht das Licht, mit dem ich fotografiere. Die Sonne ist noch relativ hoch, strahlt sehr stark. Ohne Sonnenbrille muss man richtig die Augen zusammenkneifen wegen all dem Schnee. Aber in der Kamera sieht das richtig gut aus, weil die Farben richtig schön leuchten, das Weiß richtig schön leuchtet und auch jetzt hier zum Beispiel der Fjord richtig schön blau strahlt. Und mit einer langen Brennweite hole ich jetzt die kleinen Fischerhäuser in der Entfernung nah ran. Und es gibt auch so eine gewisse Kompression jetzt von diesen großen Bergen zusammen mit den kleinen Häusern, dann sieht man richtig so die Größendimension und das sieht richtig toll aus. Also lange Brennweite, schön die Größendimension und dazu die Sonne, strahlende Farben. Also eigentlich eine ungewöhnliche Mischung für mich, aber hier in dieser Situation sehr passend. Fischfang hat hier in Norwegen eine lange Tradition und auch heute wird noch viel Fisch gefangen und einigen kann man hier hinter mir sehen. Meistens ist es der Kabeljau und der wird in zwei Teile geteilt, einmal der Kopf und einmal der Körper. Und die Köpfe hängen jetzt hier hinter mir. Sieht ein bisschen makaber aus, aber es gibt da vorne auch ein Restaurant, da hängen komplette Fischkörper getrocknet in einem Kronleuchter. Das wird hier einfach ein bisschen anders zelebriert, das gehört zum Leben mit dazu. Und diese Fischköpfe hier, die werden meist nach Afrika exportiert für Suppen und die Körper sind eine richtige Delikatesse, die reifen richtig lange. Durch die Luft wird das Wasser entzogen, der Fisch wird ganz, ganz klein dadurch und getrocknet, haltbar gemacht auch. Und man kann dann entweder den Fisch getrocknet essen oder ihn mit Wasser wieder aufquellen lassen und dann bekommt er fast seine ursprüngliche Form wieder zurück, aber das eben teilweise viele Jahre später. Natürlich kann man das Ganze auch fotografieren. Sitzheizung, Lenkradheizung, Scheibenheizung hinten, Scheibenheizung vorne, Scheibenheizung an den Seitenspiegeln. Das ist natürlich perfekt hier in der Arktis. Aber auch andere coole Features, zum Beispiel Massagesitze hier auf beiden Sitzen. Und diese Leiste hier vorne, die ist interaktiv, eine Lichtleiste. Aktuell sieht man es nicht, aber sobald ich die Navigation anmache, leuchtet diese Leiste in der Richtung, in die ich fahren soll. Richtig abgefahren, habe ich noch nie vorher gesehen. Ist so ein bisschen Knight Rider Feeling und richtig cool, vor allem wenn es dunkel ist. Der Himmel ist klar und die blaue Stunde hat angefangen. Die geht hier im Norden ziemlich lange, also es dauert ziemlich lange, bis es richtig dunkel ist und man hat sehr lange sehr schönes Licht. Und tagsüber war es hier gar nicht so schön, weil die Sonne hinter dem Berg ist und das Dorf hier hinter mir dann eigentlich die ganze Zeit im Schatten liegt. Und man hat dann ziemlich schwierige Lichtsituationen mit sehr hellen Stellen und sehr dunklen Stellen. Jetzt am Abend perfekt.
Ich habe hier einen relativ weiten Bildausschnitt. Die Berge, das kleine Dorf, die Bucht im Vordergrund und das sieht sehr, sehr gut aus. Und das mache ich jetzt ein bisschen im Hochformat, ein bisschen im Querformat und guck mal, wie sich das Licht noch so verändert. Heute sind perfekte Bedingungen für Polarlichter. Der Himmel ist klar, die Wolken haben sich verzogen und es ist eine Aktivität vorausgesagt. Es kann jetzt jede Sekunde losgehen. Am besten sieht es natürlich aus, wenn es dann richtig dunkel ist. Aber es macht Sinn, wenn man noch etwas sieht, sich die Location, wo man fotografieren möchte, schon mal anzusehen, um einfach einen Überblick zu bekommen, wo sind coole Perspektiven, ist vielleicht auch Schnee geräumt, kann ich da überhaupt gut parken und so weiter. Aber hier sieht das jetzt alles gut aus. Und ich vertreibe mir jetzt, solange noch die Zeit, bis es richtig dunkel ist, und habe ein cooles Feature im Auto entdeckt. Und zwar gibt es ja hier überall diese Ambient Lights. Und diese Ambient Lights kann man in der Farbe verändern. Passt mal auf. Wir stimmen uns jetzt schon mal auf Polarlichter ein. Tada, tada. Polarlichter im Auto. Und wisst ihr was? Mein Goal heute ist, nicht nur Polarlichter am Strand zu fotografieren, sondern auch irgendwie das Auto mit Polarlichtern zu fotografieren. Weil es ist ja so schön gelb, es hat so eine schöne Farbe und das so im Zusammenspiel mit den Polarlichtern stelle ich mir richtig gut vor. Es wird nicht einfach, es ist nicht so viel Platz da, aber drückt mir die Daumen. Als wir angekommen sind, aus dem Auto ausgestiegen sind, die Polarlichter waren so stark, man konnte sie mit dem Handy einfach aus dem Auto filmen. Aber jetzt sind sie ganz, ganz schwach, nur noch hier über dem Berg, so ganz leicht zu sehen, ganz leichter Schimmer. Aber es kann jede Sekunde losgehen, auf einmal boom, der ganze Himmel leuchtet und dann wieder für eine Zeit lang nichts zu sehen. Also geduldig sein und dann aber blitzschnell reagieren. Da drüben. Wow, könnt ihr das sehen über uns? Das geht gerade richtig ab und jetzt geht's hier runter in den Berg. Yes, das ist der Moment. Und da oben sind sie. Nur wenn die Aktivität stark genug ist, funktioniert das und das ist der Shot. Wenn man Polarlichter fotografieren möchte, braucht man drei Dinge. Dunkelheit, einen klaren Himmel, keine Wolke und am besten eine starke Aktivität. Denn je stärker die Aktivität, desto weniger dunkel muss es sein und desto weniger spielt der Mond eine Rolle. Wenn die Aktivität stark ist, sieht man selbst in der Stadt mit Lampen die Polarlichter oder wenn Vollmond ist, die Polarlichter. Und heute haben wir KP5. 5 ist schon ziemlich stark und ihr seht das hier im Video immer wieder, dass im Hintergrund die Polarlichter über den Himmel flackern. Perfekte Voraussetzungen also. Es ist ziemlich kalt, so ungefähr minus 7 Grad aktuell, aber es lohnt sich hier auszuharren. Die Bilder sind richtig klasse. Wow, seht ihr das da oben? Unglaublich! Und ich habe das Auto jetzt hier positioniert. Zusammen mit den Polarlichtern im Hintergrund. Und ich brauche dafür gar nicht so eine offene Blende. Ich bin jetzt so bei 6,3 ungefähr, dann ungefähr 15 Sekunden Verschlusszeit und ISO 6400. Aber das reicht eben, weil die Polarlichter relativ stark sind. Ich benutze kein zusätzliches Licht. Das Licht am Auto sollte nicht an sein, weil das wäre dann viel zu hell. Maximal nutze ich vielleicht das Licht eines Handys, um zu bouncen. Das bedeutet, das Licht indirekt auf das Auto zu scheinen. Und dieses bisschen indirekte Licht, das reicht, damit so ein bisschen Glow auf dem Auto dann später ist. Aber das mache ich nicht bei jedem Foto. Ich taste mich da langsam ran. Und die Ergebnisse, die können sich echt sehen lassen.
Wow, was für ein Spektakel. Ich habe schon oft Polarlichter fotografiert, aber heute ist die Aktivität, also die Stärke, richtig gut. Und der Himmel dazu perfekt klar. Lass uns den Moment noch ein bisschen genießen. Das war's in diesem Video. Schreib gerne in die Kommentare, welches Bild dir am besten gefallen hat. Gib einen Daumen nach oben und abonniere den YouTube-Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich würde sagen, ich schieße noch ein paar Fotos.